Okay, Nils, erklär mir, was wird dir jetzt passieren? Was wird jetzt passieren? Also wir werden jetzt einfach mal so ganz spontan einen Beat reinhauen und werden mal gucken, was der Gospel uns dann so Schönes darauf textet. Ob er wirklich so ein Freestyler ist, wie er immer sagt. Das sage ich nie übrigens. Ich bin ja der festen Überzeugung, dass er einen Schreiberling hat. Weißt du? Ghostwriter. Okay, genug gequatscht, oder? Ja. So, ich wollte gerade sagen, ja, DJ put a record on. DJ Pete, hau die Beats jetzt rein. Genau, DJ Pete. DJ Pete, turn up the beat. Okay, gut. So, wenn sie wissen, was sie tun. Hure, UZ, Ich rap ein paar Bars und die Biatch wird nass. Wieder ein paar Fotze in den Bierpong geklatscht. Geh zu dem Mozart, wer will was machen jetzt? Ich komme an und es heißt ja nur Ach-Ach-Attack. Es kommen Spinnen aus den Löchern dieses Winkels. Egal wer du bist, ich werde auf dich pinkeln. Ich war schon auf dem Pausenhof der King. Du gibst dir Mühe, ich geb deiner Frau den Wind. Egal was du machst, ich kann mich nicht ausruhen. Egal was du machst, sie werden dich ausruhen. Du kannst ja Geige fiedeln. Ich box so am Ohren und fick die geile Fiedel. GOZ, ich bin zu krass drauf. Egal was du machst, ich hau dich Spaß auch. Wenn du noch sagst, ich soll dich nicht schlagen, egal. GOZ immer illegal. Aber niemals Standard. Fickte deine Mutter schon, als sie noch ein Mann war. Ja. Soll ich jetzt noch? Kannst du das noch einmal so sagen? Ja, Rederei FM. Rederei FM, ach so. Nimm dich mal ein bisschen hier, Alter. Okay. Ich werd's im Schnee treiben, direkt nach dem Interview bei Rederei FM. Ja, Achso, eine Wartung, oder? Ja, ich bin gerade am Hängen. Du bist am Hängen, ich kann nicht überlegen. Ich hab mich so gut vorbereitet. Ja, der Beat ist echt ein bisschen leise, aber ist okay, ja. Komm. GOZ, guck mal, ich scheiße auf den Hip-Hop. Ich bin wie Amy Winehouse, nur vom Hip-Hop. Ah ne, ich mein von Hip-Hop, egal. Guck mal, es ist Old Dirty Bastard. Und auf Bastard reimt sich nur Rashguard. Rashguard. Das sieht man beim Sport, das saugt alles auf. Es absorbt. Ja, nee, ich glaube, Pizza ist ein bisschen... Ich bin der Meinung, wir sollten viel mehr Haus-Maus reinbringen. Clown, ich fick Frauen. Um sie dann zu hauen. Wieso könnten wir noch ein Backup haben? Backup, hallo. Backup, kannst du bitte noch einmal kommen? Kannst du bitte einmal kommen? Ich denke, das ist gerade richtig in die Hose gegangen, oder? Ja, also, ich bin einfach kein Freestyler mehr. Hättest du mal was geschrieben? Ja, ich habe überlegt, ob ich noch was schreibe. Dachte ich mir, ich freestyle einfach. Aber es ist schwierig. Der Beat ist einfach zu leise. Die Becher waren zu klein, der Beat ist zu leise. Also ist überhaupt nicht schlimm. Nee, Freestyle ist für mich auch immer was für Legastheniker, weil die können keine Texte schreiben. Okay, aber immerhin. Nee, ja. Ich, die machen es aber da immer noch besser. Ich finde es leichter zu freestylen, wenn man jemanden hat, der einem was sagt. So. Also wenn man was kontern kann. Ja. Ich habe was zum Kontern. Okay, was denn? Oh Gott. So, na, dann würde ich sagen, Nico hat Fragen vorbereitet. Jetzt kommen die fiesen, angekündigten Fragen. Ich bin richtig gespannt. Ja. Es ist ein altes Verfahren, es ist relativ einfach. Ich sage zwei Sachen und du musst dich entscheiden, ja? Okay. Wie Arm abhacken oder Beine in den Häcksler? Ja, so ungefähr. Okay. Du musst innerhalb von 2 Sekunden antworten. Genau, weil Bonteggi oder Cynic. Okay, pass auf. Schlager oder Techno? Schlager. Gier oder Ben Salomo? Gier. Oben oder unten? Oben. Hinten oder vorne? Ich bin hinten. Käse oder Salami? Salami. Frühling oder Herbst? Frühling. Sido oder Bushido? Sido. Döner oder Currywurst? Döner. Dick und intelligent oder hässlich und schlau? dann dick. Rap oder Kampfsport? Kampfsport. Clown oder Gangster? Clown. U-Bahn oder AMG? Was ich will oder U-Bahn eher, wenn ich eher. Wenigstens bleibst du real. So, ich bin auf jeden Fall real. Genau, real oder Story, Alter. Links oder rechts? Links. Oh. Der war ein bisschen der war fies, knapp. Der war gelogen. Der war ui. Oder links. Blut oder Wasser? Blut. Rederei FM oder Radio Paradiso? Natürlich Rederei FM. Sehr gut. Cynic oder Bonteggi? Natürlich Bonteggi. Rap oder Trap? Rap, man, Trap ist was für Opferkinder. Eistee oder Sternburger? Sternburger. Ritter oder Indianer? Na, Ritter. Römer oder Griechen?
Griechen. Trap oder Trip? Was ist ein Trip? Ich nehme Trips, kann nicht schlimmer als Trap sein. Brandenburg oder Miami? Miami. Taube oder Broiler? Broiler. Lidl oder Bio Company? Lidl. Bier aus Plastikflaschen oder Goldfield-Zigaretten? Bier, ich rauche ja nicht. Ja, aber hättest du ja jetzt trotzdem einfach. Achso, Goldfield-Zigaretten. Ich fange jetzt extra an zu rauchen, weil ich kann aus Plastikflaschen kein Bier trinken, Alter. So wie Dosenbier. Aber pass auf, die ist nicht ganz einfach. Also ich müsste, glaube ich, okay. Daniel Craig oder Pierce Brosnan? Oh, Pierce Brosnan, aber er ist der Klassiker. Ja, Mann, der hat Halle Berry weggeknallt. Ja, nee. Doch. Achso, ja, im Video. Also echt im Real Life? Nein. Okay. Bestimmt nicht. Die lässt sich okay. Nicht knallen. Naja. Arsch oder Titten? Arsch? Echt? Ja. Arsch? Also Titten oder Arsch? Fick. Arsch. Bist du ein True Schooler oder was? Ja. Pass auf, letzte von diesen schnellen, ganz schnellen Fragen. Neues iPhone oder Sommerurlaub? Sommerurlaub. Echt, ja? Bist du mehr so der verwegene Typ auch? Nee, neue iPhone hat er ja schon. Nee, ich hab nicht mal das. Nee, ich hab. Ja, nö. Ich bin mir nicht so viel aus Technik. Gospel oder Avicii? Avicii auf jeden Fall. Der hat bessere Beats, ja. Und der hat ein geileres Cover, Alter. Ja. Oh, noch eine gute Frage ist hier in meinem iPhone drin. Auf welches Sinnesorgan würdest du als erstes verzichten? Oh, das ist schwierig. Mhm. Das ist schwierig. Na, aus der Pistole hier. Nicht noch Gehör. Gehör? Echt? Ja. Dann hörst du, achso, dann hörst du die Scheiße, die du verzapft hast. Ja, das ist voll gut, ey. Das ist geil, Alter. Stimmt, eigentlich praktisch. Aber weißt du, wie du dich dann anhörst, ne? Aber es ist voll gut. So, Beethoven hat auch kein. Na, no, Ray Charles war blind. Das ist jetzt schwer. Beethoven oder Ray Charles. Ja. Aber ich glaube, blind ist schlimmer, weil dann kannst du auch keine Pornos mehr gucken. Naja, aber ich sag mal, die Blind ist echt scheiße. Da ist die Frage, ja. ob man vorher sehen konnte oder nicht, weißt du? Ob es quasi von Geburt an blind bist oder. Ja, aber wenn du sagst, auf welches. Ja, aber welches Organ. Weil wenn ich jetzt. Ich habe ja alles, wenn ich darauf verzichten müsste, dann auf jeden Fall, glaube ich, hören. Also perfekt eigentlich. Ich bin. Ja. Also wenn ich vor 60 Jahren geboren wäre, wäre ich zwar tot, aber grundsätzlich. Dann wärst du jetzt schon tot, grundsätzlich, Alter. Bin ich perfekt, ja. Was war der ungewöhnlichste Ort, an dem du jemals einen Text geschrieben hast? Beim Kacken. Beim Bumsen, nee. Beim Bumsen ist geil, Alter. So mit also einem so, oh, mir fällt da gerade ein. Oh, bist du ein so, geiles Stück. Mir fällt da gerade übelst die Punchline ein. Ich habe die Punchline geschrieben. Ja, weiß ich gar nicht. Text, so, ja, U-Bahn immer. Ich schreibe eigentlich selten Sachen auf. Ich bin mehr so der Freestyler. Du bist so der Freestyler, genau. Nee, ich hab die Sachen meistens eher im Kopf. Ja. Kommt einfach so rein, oder? Ja. Kracht so rein. Es bumst einfach voll durch. Bumst richtig. Bams, bams, bams. Ja. So sieht das bei mir aus. Und bei euch auch. Also, willst du uns so eine Frage stellen? Nö, eigentlich interessiert mich das nicht. Ist witzig, weil es wahr ist. Ja, das Schöne ist, dass wir tatsächlich immer noch einen vernünftigen Redefluss haben. Ja, Wahnsinn. Super. Also da kommt zwar eigentlich nur Grütze bei raus, aber ja. Wir müssen kurz mal hier in die Regie mal nachhaken. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Ja, guck wie ein Auto. Eigentlich also wie, ich würde wie 10 Minuten Freestyle. genau. 2 Minuten Fragen und dann ist die Sache. Ich habe so vorher den Redaktionsfragen gesehen, okay, 10 Minuten Freestyle. Ich dachte so, okay, krass. Okay, locker. Ey, ist locker, Alter. Aber wenn Nils das so abgesprochen hat, okay, kein Problem. Ja, war ja auch, oder? War doch fast 10 Minuten. gefühlt, weißt du, wenn es richtig scheiße ist, dann ist es gefühlt länger, als es wirklich ist, weißt du? Ja, also, ja. Gefühlt war eine halbe Stunde. Aber es gibt ja Leute, die rappen wirklich so, wie man freestylt. Das ist halt auch krass. Wir können tatsächlich das einfach nochmal probieren. Nee. Oder so. Nee. Ich will lieber Fragen beantworten, das ist schöner. Okay, was sagst du zum neuen Avicii-Plattencover? Das ist ein richtiger Beiter, ja, Kelp. Habe ich gehört, ja. Ja, der hat dich kopiert. Aber ich hatte auch ein krasses Cover, muss man schon sagen. Also, das war. Bunt. Ja, bunt war es. Ja. Ja. Stehst du auf Regenbögen? Tiefsinnige Frage. Oha. Ja, ne, finde ich schon schön auf jeden Fall. Finde ich cooler als Regen. Ja. Alleine. Ja, jetzt hat er aber die Bogen wieder gespannt. Super. Würdest du nochmal wiederkommen? Ja, klar. Weil wir haben zum Beispiel, als Bongtegi da war, ja. Haben wir das Öfteren gehört, dass sich unsere Gäste entweder verarscht fühlen oder. Verarscht fühlen? Ja, ja. Echt? Das sagen doch nur Leute, die kein Selbstbewusstsein haben. Ja, deswegen. Nee, das sagen Leute, die ersten 2 Minuten des Clips sich angeguckt haben und dann abgeschaltet haben und sagen so, oh, jetzt hat er die 2 Minuten ist für uns schon echt. Die konnten sich einen Clip angucken? Was für ein Clip denn?
Naja, wir machen ja nicht nur Radio, sondern wir machen tatsächlich halt auch Video. Deswegen hier halt auch die ganzen Kameras. Die man gerade nicht sehen kann, ne? Ich dachte, das sind so Abstandsmesser, wie die immer auf der Straße stehen. Bitte bleib da immer sitzen, so. Das ist ganz wichtig. Nicht bewegen, nicht auch mal Hallo sagen. Auch mal Hallo. Grüß euch, hallo. Nee, so. Finde ich eigentlich gar nicht. Ich finde sie sehr mauschelig. Mauschelig? Ja. Doch, ja. Ist das jetzt positiv? Ja, ich wollte gerade sagen, weil Mauscheln ist doch so hinterm Rücken, ja. Oder? Nee, das ist ja lästern, oder? Nee, ist auch Mauscheln. Mauscheln? Mhm. Ach so, dann finde ich hier urig. Urig ist was Positives, oder? Oh mein Gott. Ja. Nee, Gospel heißt er ja schon. Ja. wir machen jetzt was? Ich habe noch eine Frage. Du hast noch eine Frage? Gerne. Ich liebe Fragen. Aber ich habe die, warte, ob du ein Feature mit Philipp Poisel machen würde. Hey, hat er eigentlich schon, weißt du? Also es gibt nämlich zum Beispiel auch in seinem Ordner, gibt es nämlich auch zum Beispiel ein Bild, das nennt sich Poisel-Cover. Er hat sich das richtig, richtig intensiv angeschaut. Na klar, nee, ja, Alter, ich hab drauf unaniert, Alter. Ich fand das so geil. Also so One Night in Helena, Alter. Das ist Porno, auch echt ein gutes Video. Deswegen auch mit den Augen. Und wer ist es? Und immerhin knapp 143 MB. Also ich bin da echt mal gespannt. Ja, wenn man liefern muss, dann muss man liefern. Dann kann es ja nicht. Ist ja nicht wie Freestyle, wo du 5 Minuten Schluss machst. Nee. Ja, aber vielleicht willst du jetzt einfach so ein Shoutout einfach. Oder das so HD und du hast einen Philipp, wenn du das hier siehst, Philipp, schau mich an. Guck mich an, in die Augen. Ich weiß, ich habe noch nicht die großartigst emotionalste Reputation aufgebaut, um mit dir Schritt halten zu können. No homo. No homo. Aber er steht hinter dir, Mann. Aber ich würde auf jeden Fall einen krassen Text schreiben und es würde ein Erfolg werden. Wir beide wissen es. Du hättest auf jeden Fall Street Credibility. Ich auch. Das würde einfach ein Erfolg sein. Melde dich bei mir, ich sing die Hook, du schreibst den Text. Easy. Richtig, und Backup macht dann Gay One. Gay One, oh. Ich habe auch überlegt, dass ich so ein Video mal drehe. Ich wollte jetzt vor kurzem ein Video drehen, als noch der Schnee lag. So wie er am Fernsehgarten mit dem Schnee und so in sich geworfen hat. Das fand ich echt cool. Ja, dann sind wir quasi auch schon am Ende. Willst du noch irgendwas sagen, außer Philipp Poisel in den Arsch zu kriechen? Shoutout an Philipp Poisel, mehr muss man eigentlich auch nicht sagen. Ja. Schön hier zu sein. Ja. Ist auch von, so ein dreckiger Lügner. Ist auch von Philipp Poisel übrigens, ein Song, glaube ich. Ja, und auch danke. Schön dabei zu sein. Schön dabei zu sein. So, ja. Ich denke, wir sollten jetzt einfach mal in den Feierabend gehen. Ja, besser ist. Grüße, Gruß. Wie gesagt, wir bedanken uns bei dir. Ja, gerne. War uns ein persönliches Kinderrobbenschlachten oder Babyrobbenschlachten. Eine Heulerkloppen. Ja. Danke an die junge Dame, die deinen Teaser eingesprochen hat. Ja, sie möchte nicht mit richtigen Namen genannt werden, sondern sie möchte Keule genannt werden. Okay. Also schöne Grüße an Sera, ne? Ja. Sera, genau, wenn du das auch mal siehst, du kannst dann auch ruhig mal... Kannst du uns auch ruhig schreiben. Nee, du musst nicht immer absagen. Das ist kacke. Und wie immer, Voicemail. Ich kann halt leider nicht. Und wie immer wissen wir nicht, wann unsere nächste Sendung ist, also können wir sie auch nicht ansagen, ist das richtig? Das ist vollkommen richtig. Ja. Die wird jetzt quasi hier eingeblendet. In der Abo-Box. Ja. Genau. Einfach auf Abonnieren klicken, Leute. Genau. Einfach auf Abonnieren klicken, jo. Warte mal, das ist dann hier. So. Wenn nicht, hier, ist egal. Danke an die Kameras, danke an die Technik, danke an Gospel, dass er sich bereit erklärt hat, für uns heute Abend da zu sein. Und wenn ihr mal einen Dislike-Button, also weil bei YouTube kann man nämlich zum Beispiel auch einen Daumen nach unten machen. Ja. Nur für den Freestyle, also ihr könnt bei den ersten beiden Parts, ja, von den Clips könnt ihr gerne einfach mal einen Daumen nach oben machen. Also da, wo ich im Bierpong gewinne, könnt ihr den Daumen nach oben machen. Genau, da macht er Daumen nach oben, aber bei dem Freestyle bitte Daumen nach unten. Ist uns scheißegal, ob wir da im Ranking dann fallen oder nicht. Tut mir leid. Wir sind so ganz unten. Aber ich verspreche euch, es wird nicht wieder gefreestylt auf meiner EP oder so. Das wird alles cool. Möchtest du die vielleicht noch ankündigen? Ja, ich mache eine EP. Alles klar, danke. Tschüss. Macht's gut. Wir wünschen euch noch viel Spaß und schönen Abend. Raus mit dir. Tschüss. Muss jetzt gehen. Jetzt haben wir den Oberticker. Hier ist Gospel. Ich bin bei Rera FM am 17.02. um 0 Uhr, 88.4. Das haben wir immer so gemacht und es wird auch so bleiben.